Mixzone hier im Stadion Jan Bredl in Brügge ist wie die Bestimmung, so ziemlich im Keller. Carlos Varela, der seit die ersten 15 Minuten deutlich besser gewesen und nach dem 1:0 hat man nicht können reagieren. Warum nicht? Also die erste Halbstunde, sagen wir, wir sind sicher immer im Ballbesitz gewesen, besser gewesen, aber so wie ausgesehen, ich glaube, der Brügge hat auch das wollen. Und sie haben so wie in Bern gespielt, sie haben nur auf Konter gewartet und ich glaube, von dem her haben wir nicht die richtige Taktik gemacht. Wir haben sicher Ballbesitz gehabt, aber ich glaube, Brügge das wollen auf Konter spielen. Und das haben wir vielleicht ein bisschen mehr warten. Wir müssen vielleicht defensiv spielen und warten, dass vielleicht ein, zwei, drei Möglichkeiten haben wir. Und das ist Gegenteil passiert. Und dann klar, nach 1:0, wenn du schon 2:2 in Bern gemacht hast, ist klar, 90% ist Qualifikation weg, aber haben wir wieder konzentriert wieder gespielt. Dann ist leider der 2:0 gekommen und dann spielen wir einfach mit dann und probieren wir alles zu geben. Aber dann ist klar, in so einem Niveau, sie können schon 2:0 behalten und sie haben dort gezeigt. Man hat Fosser zum Teil das Gefühl gehabt, die Leidenschaft fehlt, der letzte Glaube dran. Du hast es selber gesehen, nach dem 1:0 ist zu 90% Qualifikation weg. Ist es so nach dem 2:0? Wie geht es ihm da als Spieler? Kann man den Glauben überhaupt noch aufrechterhalten? Ja, also ich glaube, ich habe gesagt, die 90% Qualifikation ist weg, aber das ist Statistik, wo redet. Also wir auf dem Platz haben wir das nicht gezeigt. Und sogar mit 2:0 haben wir wieder nach vorne gespielt. Wir haben fast die 2:1 können schießen, ein, zwei Mal. Also ich sage, das ist nur. Das ist klar, mit 2:2 ist schwierig, dann in Auswärten plötzlich 2:0 hinter dir, aber wir Spieler dürfen wir nicht runtergehen und wir haben dort einfach kämpfen, aber ich muss leider sagen, dass Brügge besser als wir heute gesehen ist, das ist klar. Und dann, das ist nicht mit dem Mental so, also der Mental hat gestimmt, so wie gegen Basel. Und ich sage einfach Gratulation zu Brügge, leider muss ich das heute sagen. Eben, das ist eine Niederlage, die man eben ab und zu erlebt in der Karriere, wo man muss sagen, der Gegner ist heute einfach besser gewesen als wir. Naja, sicher war Brügge besser gewesen, aber wie ich gesagt, sie haben die Geschenke nicht gemacht, die wir in Bayern gemacht haben. Und das macht heute die Unterschiede und sie dürfen weiter und wir nicht. Nach den 2:2 daheim so eine Geschenke haben sie leider nicht gemacht. Und wir haben alles versucht, aber wie gesagt, das ist eine Niederlage, die weh tut, aber sie sind klar besser gewesen. Merci vielmals, Carlos. Bitte. 0:2 verliert man also gegen FC Brügge. Wir sind zurück im Hotel. Vladimir Petkovic, gibt es Niederlagen in der Karriere des Trainers, wo man muss sagen, der Gegner war heute besser gewesen? Ja, schon. Nach 1:0, die waren klar besser. Aber bis 1:0 haben wir gut dieses Spiel in Griff gehabt, haben wir gut gespielt. Auch zwei Chancen gehabt, aber leider wieder einmal nach unseren Fehlern und nach einem Schiedsrichterfehler haben wir das erste Tor bekommen. Also 2:0, wo Offside war, das zweite Goal, wenn du bekommst, einmal mehr einen individuellen Fehler. Wie geht es dem Trainer in der Linie, wo du ja nicht eingreifen kannst? Ja, das ist passiert, aber bei uns passiert sehr oft und da müssen wir ein bisschen auf Persönlichkeit von jedem Spieler arbeiten, müssen wir auf Selbstvertrauen und meistens auf Konzentration, weil jeder Spieler muss 100% von Konzentration in 90 Minuten bringen, weil das ist Arbeit von den Spielern und die müssen immer konzentriert sein. Nach den beiden Gegengol, man hat das Gefühl gehabt, ist die Mannschaft Schamper fest geschockt gewesen. Die Reaktion hat man nicht können bringen. Was habt ihr versucht an der Seitenlinie? Wie kann man die Mannschaft zu so einer Reaktion zwingen oder bringen? Ja, ich habe abgewartet Pause und dann in Pause habe ich klar geredet. Da müssen wir ein bisschen Verantwortung übernehmen. Da müssen wir ein bisschen mehr Leidenschaft zeigen. Und dann zweite Halbzeit war ein bisschen besser, waren wir ein bisschen konkreter, aber hat immer noch gefehlt, dieser genaue letzte Pass. Und die Leidenschaft, die er anspricht, die Leidenschaft und der absolute Wille, das Spiel noch umzukehren, die hat man von außen nicht gespürt? Ja, das hat gefehlt. Waren wir
tief geschlagen mit diesen zwei Tore und haben wir nicht nötige Reaktionen gezeigt und das ist, was mir stört am meisten. Marco Wölfli hat mit zwei, drei guten Saves die Mannschaft sogar noch vor Schlimmerem bewahrt. Würdet ihr die Einschätzung teilen, dass er heute einmal mehr ein gutes Spiel gemacht hat? Ja, zwei, drei Spieler haben sehr gut gespielt, haben gezeigt, das, was ich habe gewartet von sie, aber am Ende in Fußball ist ist ein Sport, wo Mannschaft macht oder macht nichts und wir haben heute verloren als Mannschaft und Einzelspieler haben einige gegeben 100%, aber einige waren ungenügend und dann bei einem Mannschaftssport, wenn alle geben nicht alles, dann ist es schwierig zu gewinnen. Ich möchte das noch ansprechen, zwei ganz junge hey. Wahnsinnig guten Einsatz zeigt, ein Affolter, ein Felix Bastians. Aber kann nicht gut genug sein, wenn die Jüngsten von der Mannschaft am meisten Einsatz zeigen. Ja, das ist schlimm. Die Jüngsten haben mehr Einsatz gezeigt und mehr Selbstverantwortung übernehmen. Und das, was preoccupiert mich ein bisschen. Und ja, jetzt müssen wir in Ruhe abwarten, haben wir schon in drei Tagen ein neues Spiel, müssen wir das alles analysieren, aber wir müssen positiv sein, Kopf hochhalten und dann gegen Sion ins Spiel kommen mit viel Selbstvertrauen und dieses Spiel zu gewinnen. Was macht man eben für die Zukunft, dass man eine Konstanz herbringt, dass man eben immer eine Mannschaft hat auf dem Platz, die gewinnen will, die nach einem verlorenen Spiel nicht sagt, der Gegner hat es mehr wollen? Ja, ich glaube nicht, da ist nicht Wille, aber diese Möglichkeit, diese Wille muss man zeigen, muss man spüren und das hat man heute nicht gespürt. Spieler, die wollten sicher, aber haben das nicht gezeigt. Wie sieht jetzt eure Arbeit aus bis am Sonntag, bis zu diesem Spiel? Ich denke, den Spieler muss man auch wieder aufbauen, eben positiv wieder denken. Vielleicht gibt es die eine oder andere Änderung in der Aufstellung. Wie sieht konkret die Arbeit von euch jetzt aus? Ja, morgen fliegen wir zurück und dann haben wir sofort ein Training. Müssen wir auch Energie wieder tanken, müssen wir mental wieder bereit sein und sicher der Mannschaft auch will diese Revanche zum Nehmen und gegen Sion eine gute Leistung zu bringen und gewinnen. Besten Dank, Wladimir Pekovic. Viel Glück gegen FC Sion. Dankeschön.